Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich weiß, ich habe bei der letzten Folge woanders aufgehört, aber aus Gründen, die mir ohne Gründen sind, ich habe das Spiel gerade gestartet und bin direkt hier gespawnt. Keine Ahnung, wo ich bin. Da steht aber schon da drauf. Windshear Race Captured Place. Okay. Es wurde auf einmal heller. Wir haben am letzten Mal einen Boss besiegt. Ich habe dadurch einen Revolver bekommen. Der gefällt mir auch bei Weitem besser als die letzte Waffe. Weil damit kann ich bei Weitem genauer schießen. So, jetzt hätte ich gerne erstmal den Inhalt da drin. Okay, danke. Danke sehr. Und die letzte Truhe. Und ich entschuldige mich im Übrigen, dass die letzte Folge so lang geworden ist. Ich hoffe übrigens, ihr hört mich ganz gut. Ich verwende diesmal ein anderes Mikrofon, damit ich das Headset nicht genau auf dem VR-Set drauf habe, weil das mir das hier oben an dem Auge ein bisschen eingedrückt hatte. Ich hoffe, das funktioniert so recht gut. Wenn nicht, könnt ihr mich ja darauf hinweisen, was euch besser gefallen hatte. Das Headset auf dem Kopf oder das Standmikrofon, was zu meinen Füßen steht. So, wo muss ich denn eigentlich überhaupt hin? Hallo, ich hätte gerne... Danke. Ich hätte gerne auf der. So. Okay, da bin ich. Okay, ich habe den Zoom gefunden. Da ist die Schnellreisestation. Finde neue Ausrüstung. Begib dich nach Liersberg. Besorge dir eine Waffe. Habe ich ja. Das ist die abgeschlossene. Die verfolge ich. Und ich hatte beim Schnitt letztes Mal gesehen, dass ich eine Badass-Token habe. Ich weiß noch vom alten Borderlands, wofür die gut sind. Ich habe mir ein DLC runtergeladen, was kostenlos ist. Dadurch habe ich ein paar Sachen gratis bekommen. Darunter auch ein paar Waffen. So, mal gucken. Ich habe Sniper Rifle, eine Machine Gun und eine Assault Rifle. Ich werde zumindest die Sniper Rifle ausrüsten. Und die Super Machine Gun. Wenn ich mir vorstellen kann, dass ich mit der Assault Rifle niemand im Leben mehr treffen werde. So, dann nehmen wir das mal. Die sind übrigens nicht viel besser als die Waffen, die ich jetzt gerade habe. Das war einfach nur so ein Angebot, was das Spiel an sich hatte beim Kauf. Dadurch habe ich die Sachen hier noch kostenlos bekommen. Ich habe auch noch hier irgend so ein Artefakt noch hinzubekommen und noch eine Granate. Ich könnte noch gucken, was ich sonst noch dafür bekommen habe. Auch mal nicht viel. So, jetzt das, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist. Nicht Skillpunkte, sondern hier, Badass Rang. Ich habe zwei Badass Token und die kann ich jetzt hier einsetzen. So. Ich brauche auf jeden Fall Triffsicherheit. Das da. Ich wollte eigentlich die Treffsicherheit. Danke. Okay, jetzt habe ich hier eine Sniper. Kann ich durch Visier gucken? Ja, so gewissermaßen. Okay, die Sniper sieht im VR ultra geil aus. Wie schießt die sich denn? Okay, die ist mega genau. So, und jetzt mal die andere Waffe, die ich gefunden habe. Auf welcher Taste war das nochmal? Nein. Trunke lernt das Spiel. Ach, okay. Ich bin noch im alten Namen. Shining lernt das Spiel neu. Ich suche gerade die Taste. Ah, da war sie. So, jetzt habe ich mal die Zugmaschinen Gun. Oh Gott, mit der werde ich ja überhaupt nicht treffen. Vielleicht, wenn ich so halte. Nee. Die fliegt rum, wie sie will. Nee, dann.
Ich muss ja die Waffen austesten, bevor ich in den Kampf ziehe, weil sonst werde ich sterben. So, dann probieren wir mal die Assault-Waffe, vielleicht treffe ich damit besser. Oder fliegt die auch rum? Na gut, wenigstens geradeaus ist besser. Ich habe jetzt wahrscheinlich, ich habe wieder so 100 Schuss vergeudet. Ich soll jetzt auf jeden Fall die benutzen. Die Anzeige da, wo ich auch was gut sehen kann. Wieso habe ich so viele Orte schon? Warte mal, wie heißt der Ort, wo ich hin muss? Dass sich das jedes Mal wieder umstellt. Windshare Waste. Okay, Windshare Waste. Sehe ich auf der Karte nicht. Und das wird mir da auch nicht unbedingt angezeigt. Da unten, da bin ich. Boah, ist die Map riesig. Da bin ich ja. Wo genau soll ich jetzt hin? Ich gehe mal hier wieder aus dem Menü raus. Ah, okay, der zeigt mir jetzt gerade einen Ort an. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So. Ich habe euch jetzt mal den Laufweg erspart. Die Sniper gefällt mir. Auch wenn ich lieben gern durch das Visier stachen würde. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich meine, guckt mal das fette Gewehr an. Damit müsste ich doch zumindest was umnieten können. Wollen wir darauf warten, ob der Schuss wieder runterkommt? Okay, das war die Badass-Fähigkeit. Ich habe jetzt mal genug Munition verschwendet. Ich muss einmal da quer hoch. Ah, okay, ich habe aus Versehen zugeschlagen. Ich weiß, es nervt vielleicht ein paar, dass ich nur das Teleportieren benutze, aber wenn ich es anders mache, dann fange ich das Kosten an. Das habe ich ja schon am Anfang erklärt. Muss das hier so schräg sein? Oh, eine Shotgun? Jetzt, wo du mehrere Waffen hast, solltest du wissen, wie man sie wechselt. Tippe auf die Waffenwechseltaste, um durch deine verfügbaren Waffen zu schalten. Ich kann was anderes machen. Ich nehme jetzt das. Nehme jetzt diese Shotgun. Pack's mir dahin, wo das ist. Und dann gucke ich mal, wie gut ich damit ballern kann. Okay, dann jedem Schuss nachladen bei der Waffe. Ich bin immer noch nicht der Handlanger. Boah, stehen hier viele Kisten. Dahin. Okay. Die kann ich nicht alle looten. Alter, das ist alles Munition, die ich nicht verwenden kann. So. Ich kann laufen mal die Belohnung. Oh, Update. Okay, jetzt muss ich mich mit Sir Hammerlock treffen. Das muss ich ja hinbekommen. So, ich reise. Da gehe ich gerade hin. Hoffentlich geht das mal gut. Oh. Was für ein wunderschöner Himmel, findet ihr nicht? Wenn ich mir den in VR angucken kann. Zumindest deutlich schöner ist, als das von mir gerade zur Zeit draußen. Da ist ja gut. Ich wollte sagen, bei mir ist heute den ganzen Tag nur bewölkt gewesen. Oh Gott, bitte sag nicht, dass ich da runterklettern muss. Oh. Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete der mag mich nicht. Ich will die andere Waffe. Ich habe gerade... euch tot, wenn es sein muss. Ich habe gerade gegen den Sessel geschlagen, auf dem ich sitze. Ja, ich sitze auf dem Sessel. Hä? Ich!
Alter, das Boxen bringt so viel. Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Ich finde aber, die Schrotflinte war jetzt nicht so praktisch. Also, die hat ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Da packe ich mir lieber wieder die Assault Rifle. Ich will die nehmen und dahin packen. Machst du mir auf? Ich kann ja versuchen, einen von den Hatchern zu gehen. Ich sehe ja, dass da welche drin sind. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Nee. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Wen? Ein tolles Tor. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weiter. Wow, bei ihm hat was gebracht. Das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Mann, ich treffe nicht und dabei habe ich schon einen Sniper. Warte mal. Ich will genau. Über ein Auge ziehe ich gerade. Geht doch! Ich hab mal getroffen! Damit wir unsere Belohnung kriegen! Oh, jetzt reicht's! Irgendwann treff ich! Das Ding, der springt einfach die ganze Zeit rum, während ich baller! Da oben leuchtet rot. Kann ich das abschießen? Ah, da. Warte mal. Ich treffe damit genauso wenig. Zum Glück sind die genauso scheiße im Ziel wie ich. Danke fürs Reinkommen. Ich treffe ja nicht mal. Ey, du, mach das mal. Danke. Ich überlasse dir mal die Arbeit, okay? Ich verzieh mich so. Ja, so viel zu, ich verzieh mich mal eben, ne? Soll ich gut sein und ihm helfen? Nee. Ihr seht, das, was ich da bekommen habe, das bringt mir jetzt so viel. Alles in Ordnung, Claptrap? Ich glaube, hier ist keiner mehr, ne? Ja, ich habe aus Versehen gerade den Kopfhörer rausgezogen. Ich will ja auch was hören. Claptrap, wo bist du hin? Ich habe nur einmal kurz. Ich tue nur einmal kurz. Das hält meinen Kopfhörer beiseite, ne? Und schon ist Claptrap weg. Oder ist das. Ist der das? Nee, stimmt nicht, ne? Wartet. Ein bisschen näher. Hör doch mal. Wo ist es? Ja, scheiß drauf. Dahin. Wartet mal. So. Kann ich das benutzen? Also, offenbar nicht. Hallo? Ciao. Wieso hat es mich erschreckt, als die von da und da kam, aber wenn der genau neben mir steht, einfach so. Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun, mein Auge reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Wie benutze ich eigentlich Granaten? Dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Einen Moment, ich will nur mal kurz nach. Vorher noch den elektrischen Zaun für euch. So, ich will mal gucken, ob ich jetzt richtig gelesen habe. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Hm. Wir beide sind wie zwei. Hab ich die überhaupt ausgerüstet? Auswählen? Hä?
Irgendwie ja und irgendwie nein. Ich habe sie jetzt einfach mal wieder in den Rucksack gepackt. Geht's dir gut? Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Okay, ich verstehe schon. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit den Granaten, okay? Und keine Mucken mehr. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich die ja schon längst aufgebraucht irgendwie. Ohne es zu merken. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hätte das hier die ganze Zeit gehabt. Ja, da unten steht's. Ich habe keine Granaten zur Verfügung. Hallo, Sir Hamrock nehme ich mal an. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammer. Okay. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen. Okay. Captain Flints Männer setzten mich auf diese Gletscher fest. Backtrack? Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Ja, habe ich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Ach, stimmt. Hier. Dann repariere ich mal. Ich guck dir zu. Ich guck dir auch so ganz leicht über die Schulter. Wartet mal, damit der Satz auch Sinn ergibt. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden. Ja, ich guck. Das hätte ich auch gekonnt. Ich lebe. Oh je, er spricht wieder. Ich habe mein Augenlicht wieder. Und du, ich könnte dir nachhelfen, wenn er nicht mehr redet. Wird Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe okay. Direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Okay. Ein paar Vorschläge, was mir nützlich sein könnte. Unter der Kiste da vielleicht, die da so ganz dezent auf dem Dach liegt. Dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Zack, zack, zack. Rüber. Bitte sag nicht, dass ich fahren muss. Du hast jetzt zwei Schnellreisezielorte entdeckt. Okay. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Oh. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Skrull. Schild, ja. Darauf habe ich mich schon gefreut. Obgleich Captain Flint jeden in Lyersburg getötet. Ausrüsten. Als ob ich ein Schild unausgerüstet lasse. Ach, der ist schon was gerüstet. Okay. Das sehe ich nicht ein, wieso die Bullimons dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Die Ziele auf deiner Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Verdammt. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben zwei Missionen zur Verfügung. Eine ist sogar noch unentdeckt. Okay. Ich denke mal, wir sollten die hier machen. Das ist sogar noch recht nah. Ich kann auch an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Okay. Oh Gott. Eine Hängebrücke. Was haben wir denn da? Oh, ich kann mich anpassen. Gucken wir mal, was wir haben. Nein. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Ich hatte auch noch hier so... Ja, Special Edition, das will ich nicht.
Skins, Marktunit. Oh. Ich wollte Smaragdhornisse. Ja, jetzt habe ich ein neues Aussehen. Cool, ich sehe jetzt neu aus. Gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Okay. Nice. Drei Kiefvögel. Nee, nie im Leben treffe ich die. Okay. Oder doch? Ein Vogel, zwei Vögel. Ich habe ihn noch runterklatschen sehen. Ich habe ihn noch getroffen! Tolle Zielübungen! Hey, kommt zurück! Ich will euch auch nichts Böses. Komm, ich... Jetzt bleib doch stehen, danke. Hallo? Versuchst du gerade auf mich draufzukacken? Das war keine schlaue Idee. Ich denke mal, ich soll das Ding da umnieten. Ich soll sie umnieten, ja. Ich sehe euch doch alle lang klettern. Ein Headshot bringt zumindest was. Ganz schnell Waffe wechseln. Ich sollte mich zurückziehen. Zurückziehen! Flucht! Okay, weiter im Text. Okay, diesmal habe ich es endlich mal auch genutzt. Ich habe es mal geschafft, ich bin ausgewichen! Noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber ja. Trotzdem, gut gemacht. Ja, danke. Ja, Leute. Ich denke, damit habe ich dann aber auch genug für heute. Ihr seht ja, da, mein Leben, das sieht nicht mehr ganz so gesund aus. So fühle ich mich auch gerade nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.